Uli der Knecht, nach dem Roman von Jeremias Gotthelf. Es ist dunkel. Ein stämmiger Mann geht mit einer Laterne in der Hand an einem Stall entlang. Vor einer Außentreppe bleibt er stehen und schaut hinauf. Uli! Uli! Uli steht auf. Uli folgt dem Meister in den Stall. Ulis Kammer, Uli bäuchlings auf dem Bett. Ein Schuh rutscht ihm vom Fuß. Uli rutscht nach vorn zur Bettkante. Schwerfällig zieht er seine Schuhe unter dem Bett hervor, schlüpft in den einen, dann verkehrt herum in den anderen. Er dreht ihn richtig herum, Uli lässt sich zu Boden sinken. Uli nickt leicht. Er eilt die Treppe herab. Er schleppt sich in den Stall. Vor einem Kalb bleibt er stehen und beugt sich zu ihm herab. Anneliesi, die Dunkelhaarige, taucht hinter einem Karren mit Gras auf. Erschrocken dreht sich Uli um. Uli! Er setzt sich neben Anneliesi und legt einen Arm um sie. Uli streicht ihr über Bauch und Brust und küsst sie. Uli reißt sich von ihr los. Er zieht den Karren hinter sich her und geht. Uli ist ein Stein vom Herzen gefallen, als er zu Anneliesi los ist. Uli repariert das Dach. Uli sitzt unten auf der Leiter. Uli steht auf der Tenne. Kraftvoll schwingt er den Stecken fürs Hornussen. Er trägt einen Anzug, Gilet und Fliege. Uli greift nach einer Schindel, einem großen Brett mit einem Stab. Uli schlägt mit dem Stecken den Hornuss eine kleine Scheibe ab. In einer Beiz. Uli stellt eine Karaffe mit Wein auf den Tisch und schenkt sich aus einer zweiten selbst ein. Uli schenkt ein. In seiner Kammer zündet Uli eine Kerze an. Erschrocken schaut Uli auf. Bestürzt dreht Uli den Kopf zur Seite. Er hat eine Schramme über Stirn und Nase. Hey, Uli! Uli schaut hilfesuchend zum Meister. Uli torkelt an ihm vorbei. Uli melkt. Eine junge Magd mit Haarknoten auf einem Herdöpfelfeld. Uli steht hinter ihr und hackt. Stini schaut böse. Ursi lässt von Uli ab. Ursi lacht Stini gehässig ins Gesicht. Uli kommt mit Blümli aus dem Stall und lächelt Ursi an. Die geht ins Haus. Uli stellt sich zu Stini. Uli geht mit Blümli. Im Stall. Ursi lauert ihm auf. Stini geht mit einem Bottich am Stall vorbei. Ursi bemerkt Stini. Sie küsst Uli und schielt dabei zum Fenster. Stini glotzt mit aufgerissenen Augen zu den beiden. Stini liegt in der Pschüttigrube, davor die mollige Bäuerin und Uli. Stini schnappt nach Luft. Der Bodenbauer legt einen Rechen über die Grube. Stini hält sich daran fest und rutscht ab. Stini stürzt sich auf Ursi. Sie spritzt ihr Gülle ins Gesicht. Uli hebt die Schultern, verzieht das Gesicht und lehnt sich gegen die Stallwand. Der Bodenbauer schaut zum Brunnen. Die Bodenbäuerin in der Stube. Die Bodenbäuerin geht hinaus. Jockeli, der Klumpenbauer, setzt sich zum Bodenbauer. Sie sitzen am Kachelofen. Uli kommt herein. Der Bodenbauer steht von der Ofenbank auf. Er geht zur Tür, zögert, er gibt Uli einen Klaps auf den Arm und geht. Der Klumpenbauer steht auf und zieht sein Geldsäckchen heraus. Er drückt Uli ein paar Münzen in die Hand. Es ist Winter. Der Bodenbauer steigt mit Uli in den Schlitten. Das Ross trabt los. Stini und Ursi kommen aus dem Haus und schauen dem Schlitten hinterher, der sich durch die verschneite Landschaft entfernt. Der Kräftige verschwindet im Stall. Der Klumpenbauer kommt aus der Tür daneben. Der Karrer kommt. Er geht davon. In der Stube. Der Mann, Johannes, schenkt sich Wein nach. Trinette isst Kuchen und spült ihn mit Wein hinunter. Der Bodenbauer schaut verwundert auf das Paar. Johannes hält sich an einem Balken fest und steht schwerfällig auf. Trinette nippt an ihrem Glas. Uli kommt dazu. Die Bäuerin kommt. Johannes und Trinette gehen. Die stattliche Klunkenbäuerin schaut zu Uli. Die Klunkenbäuerin geht mit Uli aus der Stube. In der Stube. Oben an der Treppe steht Uli neben seiner Truhe und öffnet eine Tür zu einer Kammer. Dort sitzt eine junge Frau im Unterrock vor einem Spiegel und flechtet ihre Zöpfe. Erschrocken schließt Uli die Tür. Eine andere junge Frau unten an der Treppe schaut sie ihm hoch. Sie steigt zu ihm hinauf. Sie packt mit an. Der Bodenbauer? Uli! Uli lächelt Vreneli an und geht aus der Kammer. Sie schaut ihm nach. Die beiden schauen sich ernst an. Bedrückt schaut Uli zur Seite, atmet tief durch und geht Richtung Stube. Vor der Tür dreht er sich zum Bodenbauer um. Der schaut ihn aufmunternd an und geht ihm voraus in die Stube. Es ist Frühjahr.
Uli stürmt aus einer Scheune. Uli rennt in die hohe Küche mit großen Steinplatten auf dem Boden. Vreneli? Vreneli kommt herein. Sie marschiert hinaus. Der Glunkenbauer ballt die Fäuste und stapft aus der Küche. Der Glunkenbauer betritt die Tenne. Er verlässt die Tenne. Auf dem Heuboden. Uli und ein paar Mägde und Knechte beim Dreschen. Feindselig stehen sich Uli und der Karrer gegenüber und ziehen ihre Schuhe aus. Die beiden gehen in die Knie, Köpfe und Schultern nah beisammen und packen sich gegenseitig am Hosenbund. Mit kleinen lauernden Schritten bewegen sie sich auf der Stelle. Der Melker zwinkert dem Karrer zu. Mit einem Ruck schleudert Uli den Karrer zu Boden. Der landet auf dem Rücken und hält sich den Kopf. Vreneli kommt dazu. Uli schaut verächtlich auf den Karrer und arbeitet weiter. Breitbeinig geht der Melker auf Uli zu. Er schlüpft aus einem Schuh und stößt Uli das Knie in den Bauch. Der fällt zu Boden. Der Melker stürzt sich auf ihn. Uli wehrt seinen Schlag ab, umklammert seinen Kopf und rammt ihn mit der Schläfe gegen ein Wagenrad und stößt ihn hinunter. Vreneli lächelt erleichtert und geht. Uli nimmt seinen Dreschflegel. Uli gibt dem Karrer einen Tritt. Er schlurft gebeugt zum Geländer, über dem die Dreschflegel hängen. Der Melker liegt unten im Heu und schaut benommen nach oben. Uli, die Knechte und der Karrer stellen sich in einer Reihe auf und beginnen zu dreschen. Eine leicht hügelige Landschaft mit Feldern, Wäldern, Baumgruppen und vereinzelten Höfen. Der Glunkenhof, umgeben von Laubbäumen. Vreneli wäscht Herdöpfel am Brunnen vor dem Hof. Vreneli klemmt sich den Korb unter den Arm, lächelt Uli zu und geht zum Haus. An der Tür bleibt sie stehen. Die beiden wechseln einen langen Blick. Der Glunkenbauer und seine Frau dösen in der guten Stube auf einer Polsterbank. Der Karrer und der Melker lungen in der Küche herum. In einer Balz. Viele Paare tanzen, unter ihnen Uli mit einer der Mägde. Uli stößt mit dem Karrer und dem Melker an. Er stellt das Glas unberührt ab und schaut auf einen Hut mit Blumenkranz. Der Karrer legt einen Arm um Uli. Der Melker legt seinen Arm um Uli. Der Melker und der Karrer nehmen noch einen Schluck Wein. Die beiden gehen. Der Wirt kommt. Uli zieht sein Geldsäckchen heraus. Mit zwei weiteren Knechten rennen der Melker und der Karrer durch einen Gang aus der Beiz. Der Wirt gibt Uli Retourgeld. Der steckt es ein und schaut misstrauisch auf die drei Mägde am Tisch. Dann geht er zwischen den tanzenden Paaren hindurch aus dem Saal. Die Mägde stehen halb auf, recken ihre Köpfe und schauen ihm nach. Sie springen auf und laufen zu einem anderen Saalausgang. Die Musiker und die Paare auf der Tanzfläche schauen ihnen verblüfft nach. Im Gang dreht sich Uli argwöhnisch um. Unter einer Außentreppe gegenüber ist Holz gestapelt. In der Mitte des Platzes liegen Baumstämme. Eine Katze kommt dahinter hervor. Der Wirt kommt mit einer Laterne. Das Glas zerspringt. Die Kerze geht aus. Hinter einem Hag lauert der Karrer. Ein Knecht klopft mit einem Holzscheit gegen die Außentreppe. Darunter lugt ein Dritter hinter dem Holzstapel hervor. Uli huscht geduckt zu den Baumstämmen und versteckt sich dahinter. Der Melker hockt am anderen Ende der Stämme mit dem Rücken zu Uli. Uli schleicht sich an, stülpt dem Melker den Hut mit Blumenkranz über und schubst ihn auf den Platz. Der Uli! Der Karrer und die anderen prügeln auf den Melker ein. Uli schaut ihnen lächelnd zu. Der Melker reißt sich Ulis Hut vom Kopf. Der Melker schlägt auf den Karrer ein. Eine Horde Männer stürmt aus der Beiz. Viele haben Stecken in den Händen. Wahllos prügeln sie aufeinander ein. Der Wirt zieht ein Stuhlbein aus einem Stuhl. Der Karrer geht auf den Melker los, dann auf den Wirt. Der schiebt ihn mühelos von sich. Schadenfroh lugt Uli hinter den Baumstämmen hervor. Der Melker greift den Wirt an. Der schubst ihn in einen Brunnen, packt den Karrer und wirft ihn bäuchlings über einen Baumstamm. Er geht zurück zum Haus. Im Vorbeigehen zieht er einem hünenhaften Mann eins über. Der Wirt steckt das Stuhlbein in den Stuhl zurück, verschwindet in der Beiz und schließt die Tür. Uli kommt hinter den Baumstämmen hervor. Er drückt den Baumstamm, über dem der Karrer reglos hängt, ein Stück nach unten. Der Stamm wippt leicht. Dann stellt er sich neben den Brunnen, taucht den Melker kurz unter und wischt sich seine Hand trocken.
Pfeifend schlendert Uli davon. Der Melker wälzt sich über den Brunnenrand und bleibt reglos liegen. Eine andere Nacht. Uli schaut besorgt um sich. Uli will zwei Rösser von einem Baum losbinden. Im Stadel trinkt der Melker Wein. Der Karrer stellt sich dicht vor Uli. Zögernd geht Uli davon. Der Karrer bindet die Rösser los und schaut zum Melker, ehe ihm entgegenwankt. Uli marschiert auf den Hof zu. Beunruhigt dreht er sich um. Er schaut entsetzt und läuft los. Das Fuhrwerk liegt umgekippt an einem Hang. Ein Ross ist gestürzt. Uli wirft den Karrer zu Boden und reißt ihm die Peitsche weg. Der Karrer läuft weg. Uli kniet sich neben das gestürzte Ross. Vreneli kommt aus dem Haus. Sie läuft zurück. Knechte und Mägde rennen aus dem Haus, gefolgt von Vreneli. Jeder schnappt sich eine Heugabel von der Wand. Uli schaut aus einer Fensteröffnung. Es regnet in Strömen. Er geht. In der Stube? Der Wind schlägt die Tür zu. Uli kommt herein. Uli geht. Der Klunkenbauer steht auf. Er zeigt den beiden die Tür. Verdattert starren sie ihn an und gehen. Der Klunkenbauer schaut ihnen nach. Der Klunkenbauer schließt erschöpft die Tür. Er ist Ende 60, drahtig, hat buschige Augenbrauen. Uli steht unter einem Vordach und atmet tief durch. Vreneli stellt sich zu ihm. Uli senkt den Blick. Es ist Sommer. Vreneli pflückt am Rand eines Getreidefeldes Blumen. Sie ist Mitte 20, zierlich, hat ein herzförmiges Gesicht, eine kleine Nase und volle Lippen. Uli steht zwischen den hohen Ähren und beobachtet sie. Er trägt einen dunklen Anzug mit Chile und Fliege. Sie gehen ein paar Schritte. Uli nimmt sich eine Margerite aus ihrem Strauß und steckt sie sich ins Revier. Sie lächelt ihn an. Die beiden gehen nebeneinander über einen abgemähten Streifen am Rand des Getreidefeldes. Am Horizont erstrecken sich sanfte Hügel. Weiße Schönwetterwolken stehen am Himmel. Elisi wickelt etwas in weißes Papier ein. Sie springt auf. Sie zieht ihn herein und schiebt ihn zum Tisch. Er bleibt stehen. Elisi drückt Uli auf die Bank. Sie deutet auf ihre ausgebreiteten Zierbänder. Sie greift nach seiner Hand und legt sie in das Kästchen. Erschrocken schaut er vor sich hin. Dann zu Elisi. Sie ist Mitte 20, dünn, hat große Augen und kurze Stirnfranseln. Verführerisch schaut sie ihn an. Uli zieht seine Hand zurück. Er wischt sie an seine Jacke ab. Sie umarmt Uli. Elisi drückt ihm einen Kuss auf den Mund und schmiegt ihre Wange an seine. Kurios. Misstrauisch schaut sie ihn an. Elisi packt Ulis Kopf und küsst ihn wieder. Er reißt sie herum, beugt sich über sie und erwidert ihren Kuss. Es ist Nacht. Uli geht mit einer Laterne über den Hof. Dann geht er weiter in die Scheune. Uli geht in den Stall und leuchtet auf die vielen Rösser. Versonnen lächelt Uli und macht die Stalltür zu. Uli geht die Treppe zu den Kammern hinauf. Vor Elisis Tür hält er inne und schleicht dann auf Zehenspitzen weiter in seine Kammer. Uli hält die Margerite in der Hand und lässt sie fallen. Uli bläst seine Laterne aus. In der Stube. Elisi stürmt herein. Sie beugt sich dicht zu Trinette vor. Noch eins Wort und ich schlage dich. Elisi fasst sich an den Bauch. Die Glunkenbäuerin hat den Arm um Elisi gelegt. Die starrt mit ihrem Blick ins Leere. Sie stürzt zur Tür. Elisi setzt sich neben Vreneli auf eine Bank unter einem Obstbaum. Uli steht ein Stück entfernt auf einer Wiese mit Obstbäumen. Elisi rennt zu ihm. Sie schlingt ihre Arme um seinen Hals. Die beiden gehen davon. Traurig schaut Vreneli ihnen nach. Hinter ihr schlendern Frauen über die Wiese. Vreneli steigen Tränen in die Augen. Sie lehnt sich an den Baumstamm. Dann steht sie auf und geht auch über die Wiese. Sie bleibt stehen und verbirgt ihr Gesicht in den Händen. Uli späht durchs Stallfenster in den Garten vor dem Hof.
Dort pflückt Elisi Blumen. Er geht hinaus zum Brunnen und wäscht sich die Hände. Elisi läuft mit dem Strauß in der Hand aufs Haus zu. Uli stellt sich ihr in den Weg. Vor dem Hof hält eine zweispännige Kutsche. Elisi läuft darauf zu. Fassungslos schaut Uli ihr nach. Ein Mann mit Hut und Gehrock steigt aus. Elisi hängt sich bei ihm ein und führt ihn ins Haus. Uli ballt die Fäuste und will losstürmen. Vreneli hält ihn am Arm zurück. In der guten Stube. Der Verehrer setzt sich zur Glunkenbäuerin und Elisi an den Tisch. Vreneli stellt dem Verehrer eine kalte Platte und Wein hin. Vreneli geht. Der Verehrer starrt ihr nach. Was soll das ausheißen? Das frage ich auch. Elisi schmiegt sich an den Baumwollhändler. Der Glunkenbauer steht von der Ofenbank auf. Ein bepackter Wagen mit Anhänger fährt vom Hof. Und wiederum einmal hat man auf der Glunke gehofft. Jetzt gäb's Ruhe. Der Glunkenbauer und seine Frau schauen dem Rosswagen nach und gehen ins Haus. Die Sonne scheint. Vreneli hängt Leintücher auf eine Wäscheleine zwischen zwei Obstbäumen. Uli kommt dazu. Sie bindet ihre Schürze ab. Uli stellt sich neben sie. Vreneli nimmt den Wäschekorb hoch und geht. Enttäuscht schaut Uli ihr nach. Der Glunkenbauer und seine Frau liegen im Bett. Er zündet eine Kerze an. Nimmt seine Taschenuhr von der Wand und schaut darauf. Er legt sich ein Kissen in den Rücken und setzt sich auf. Der Glunkenbauer bläst die Kerze aus und legt sich auf die Seite. Seine Frau schließt die Augen. Uli auf dem Kutschbock schwingt die Peitsche. Hinter ihm sitzt die Glunkenbäuerin mit Vreneli. Die Bäuerin ist Ende 50, hat eine gerade Nase, ein leichtes Doppelkinn und einen grauen Haarknoten. Beim Bodenbauern. Die Glunkenbäuerin sitzt in der Stube am Tisch. Der Bodenbauer schaut sie an, zieht an seiner Pfeife und geht zum Fenster. Er macht es zu. Der Bodenbauer kommt mit Uli aus dem Haus. Sie gehen am Stall entlang und bleiben vor der Bank stehen. Uli setzt sich auf die Bank. Uli. Die einspännige Kutsche auf dem Rückweg zwischen Feldern. Uli lenkt die Kutsche in einer Abzweigung. In einer Beiz. Die Glunkenbäuerin sitzt zwischen Uli und Vreneli. Die Glunkenbäuerin schaut zu Vreneli. Die starrt auf den Tisch. Die Wirtin kommt herein. Bring es noch eine Sättige. Sie schenkt den Rest Wein in die Gläser und geht mit der Karaffe hinaus. Vreneli steht auf und geht ans Fenster. Draußen ist es dunkel. Uli hat den Kopf gesenkt. Die Wirtin kommt mit dem Wein herein und schenkt nach. Gesundheit zusammen. Sie geht wieder. Uli steht auf. Vreneli schaut vor sich hin. Uli geht auf Vreneli zu. Erschrocken reißt sie die Augen auf und schiebt ihn weg. Er hält sie fest. Hilflos schlägt sie auf ihn ein. Vreneli lässt den Kopf an Ulis Brust sinken. Er führt sie zum Stuhl. Sie legt den Kopf auf den Tisch. Vreneli schaut auf. Sie lehnt sich im Stuhl zurück. Sie legt einen Arm auf den Tisch. Er beugt sich zu ihr vor. Die drei stehen auf. Die einspännige Kutsche fährt durch die Dunkelheit. Es ist Tag. Uli wäscht sein Gesicht am Brunnen. Vreneli kommt aus dem Haus. Sie trägt ihre einfache Tracht. Dazu ein Halstuch und derbe Schuhe. Lächelnd schleicht sie sich von hinten an Uli heran und hält ihm sanft die Hände vor die Augen. Er lächelt ebenfalls und dreht sich zu ihr um. Die beiden umarmen sich und küssen sich zärtlich. Beim Glunkenbauer in der guten Stube. Die Glunkenbäuerin hat einen Arm um ihren Mann gelegt, Johannes. Entgeistert starrt Johannes Trinette an und beugt sich zu seinem Vater vor. Der Baumwollhändler steht auf. Der Baumwollhändler reißt die Tür auf. Trinette und Elisi gehen aufeinander los. Uli lauscht. Vreneli in der Küche hört mit. Trinette steht auf und nimmt ihren Hut.
Uli dengelt eine Sense. Kokett lächelt Trinette ihn an. Johannes zerrt sie mit sich. Elisi stürmt zu Vreneli in die Küche, schaut sie wütend an und rennt am Baumwollhändler vorbei hinaus. Der ist Anfang 50, hat eine große Nase, einen schmalen Schnauz und welliges kurzes Haar. Er pirscht sich an Vreneli heran. Die rührt in einer Pfanne. Er legt eine Hand in ihren Nacken. Vreneli verjagt ihn mit dem Kochlöffel. Der Baumwollhändler flüchtet zu Elisi in die Kutsche. Vreneli nimmt ein Scheit aus der Holzkiste. Vreneli wirft das Scheit nach dem Baumwollhändler. Trinette lacht. Die Kutschen fahren in entgegengesetzten Richtungen davon. Der Glunkenbauer schließt erleichtert das Fenster. Ein Hochzeitszug auf einem Weg unter blühenden Obstbäumen. Vorneweg Uli und Vreneli mit dem Brautstrauß. Er trägt einen schwarzen Anzug mit Chile und Fliege. Sie nähern sich einer Kirche. Auf dem Friedhof wird ein Grab ausgehoben. Das Brautpaar schaut hin. Uli schaut nach vorn durch die offene Kirchentür. Dort wird ein Baby getauft. Uli und Vreneli, gefolgt von den Hochzeitsgästen, betreten die Kirche. Hand in Hand gehen sie durch den Mittelgang. Die Taufgesellschaft kommt ihnen entgegen. Uli und Vreneli bleiben stehen. Sie schauen auf das Baby und wechseln einen ernsten Blick. Mit feierlicher Miene gehen sie nach vorne zum Pfarrer. Vreneli und Uli knien sich auf das Polster. Amen. Liebevoll schaut Uli Vreneli an und legt seine Hand auf ihre. Die beiden schauen sich lange in die Augen. Dann wenden sie ihren Blick dem Pfarrer zu. Ende. Das war Uli der Knecht nach dem Roman, wie Uli der Knecht glücklich wird. Eine Gabe für Dienstboten und Landleute